Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.3. Und wir sind gerade jetzt mal dabei, hier ein bisschen Ordnung zu machen bei den ganzen Produktionen, die wir so haben. Und die zu versorgen, die Produktion auch überhaupt in Gang zu halten. Ach Mann, ich wollte doch nicht die auf dem Spawn, also die in Arbeit befindliche Palette. Mann, ey, verdammte Axt. Egal, kann ich nicht ändern. Wir sammeln hier die Papierpaletten, um den Eierhof endlich mal in Gang zu bringen. Wir haben sonst alles auf dem Eierhof, was wir da brauchen. Wir haben nur keine Papierpaletten. Und daher habe ich jetzt mal ein paar Papierpaletten gesammelt. So die ein oder andere sozusagen. Und die bringen wir jetzt mal weg. Wie fahren wir denn am dümmsten zum Eierhof? Hier oben sind wir. Dann können wir am besten auf die Straße und ganz durchfahren. Ja, oder hier oben rum. Fahren wir hier oben rum. Auch landschaftlich schöne Gegend, ne? Ja. Ja, wir haben Samstag. Die Version 1.4 mit Gräben müsste schon draußen sein, wenn alles gut gegangen ist beim Fade. Die Version ohne Gräben noch nicht. Die erwarte ich heute oder morgen oder so, also dieses Wochenende eigentlich. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das ist alles hier eine Aufnahmesession, mit der wir jetzt hier gerade fahren. Und da kann ich euch sowieso die Version 1.4 erst Mittwoch zeigen, weil alles, was bis Dienstag gezeigt wird, ist alles eine Aufnahmesession. Sprich, ich habe nur die 1.3 zur Verfügung. Ist jetzt aber auch kein Beinbruch. Beim Fed auf dem Kanal kann man sich die 1.4 ja schon angucken. Mit den tollen neuen Funktionen und neuen Produktionen und so weiter und so fort. Richtig schick. Richtig schick. Kann ich sagen, ist ihm wieder super gelungen. Wie eigentlich alles, was er map-technisch irgendwie so anstellt. Da gibt es ja nichts zu meckern und nichts zu klagen eigentlich. Das ist ja schon ein ganz großes Kino, was der Kollege da macht. Deshalb spiele ich auch so gerne auf der Map. Ja. Das nur eben dazu, warum ihr hier noch die 1.3 und nicht die 1.4 seht. Aber ab Mittwoch, denke ich, sind wir dann auch auf 1.4. Ja, ab zum Eierhof. Ups, vielleicht sollten wir nochmal auf die Straße gucken. Wenn wir dann beim Eierhof sind, dann machen wir gleich, wir müssen zwar gleich zur Brennerei, machen aber einen kleinen Umweg über Kies, Sand, Zement und holen dann noch ein bisschen Zement ab. Das können wir dann nämlich für die Brückenbaustelle noch gebrauchen. Und bringen das dahin. Das macht ja durchaus Sinn, denke ich. Und ich denke mal, ja, mal gucken. Ich glaube, dieses Wochenende kommen wir gar nicht mehr dazu, noch irgendwie überhaupt zu ernten. Ich glaube, dass wir fast das Wochenende damit verbringen, unsere Produktionen hier im Gang zu halten. Da waren Leerpaletten. Leerpaletten müssen auch noch mal ein paar mehr hierher. Das ist ja nix, was ich da habe an Leerpaletten. Jetzt kommen hier Papierpaletten. Und dann soll hier die Produktion wohl auch starten. Oh, da passt schon eine ganze Menge rein. Die passt da auch noch rein. Ja, okay, mehr will ich nicht. Ich muss ja hier für die andere Produktion muss ich ja auch noch ein bisschen was haben. Ich will ja beide Höfe am Produzieren haben. Kleiner Laderuckler oder was war das? Ja, passt schon echt eine Menge hin, muss man sagen. So,
Papier. Damit dürfte dann bitte die Produktion starten. Vielen Dank. Jo, ich glaube, ich habe Produktionsgeräusche vernommen. Das müsste geklappt haben. Jetzt sehen wir mal zu, wie viel wir jetzt an Zement mitnehmen. Ich brauche ja nicht allzu viel. Das meiste habe ich schon da. Ich glaube, 5 Paletten würden reichen oder 10. Ah, egal. Wir holen jetzt einfach mal. Also wenn wir sowieso wieder da hochfahren, Brennerei ist ja auch oben da in der Gegend ungefähr, dann werden wir gleich richtig, verdienen wir richtig Kohle gleich. Also die Einfahrt ist nicht so einfach. Da habe ich mich auch schon ganz böse festgefahren. So, dann gucken wir mal, ob das reicht. So, mehr will ich gar nicht. Den Rest können wir hier noch weiter produzieren. Den können wir dann später verkaufen. An der Baustelle, da kriegen wir Geldkassetten für. Ja, da kriegen wir dann Geldkassetten für. Und wir fahren jetzt hier hoch wieder Richtung, eigentlich in die gleiche Richtung, Zuckerfabrik. Voll interessant, ne? Zucker haben wir auch so viel, ey. Die Produktion steht gerade beim Zucker, weil der Trailer voll, weil die Spawner voll sind. Der Trailer natürlich Autoload gerade nicht aktiviert hat. Da müsste, kann man Autoload eigentlich immer nur aktivieren, wenn auch eine Zugmaschine davor steht? Oder kann ich das auch irgendwie anders am Trailer aktivieren? Das wäre noch was. Dass ich von Hand eben den Knopf drücke, Autoload und zack. Das wäre cool. Das muss ich mir mal angucken, ob sowas geht. Mal schauen. Ja, Obst. Ach ja, hier. Obstproduktion muss ich mich auch mal drum kümmern. Ich muss auch den Hofladen eigentlich mal wieder auffüllen. Eigentlich. Was ich nicht alles eigentlich muss. Der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Ja, ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich nicht die M82-Trailer hier, ob ich die alle verkaufe und mir dafür dann alle die Fliegel-Trailer holen mit diesem super coolen, diese Abladefunktion, die ja super cool ist. Was eben für mich immer echt nur dagegen spricht, ist, dass ich pro Trailer 4 Paletten weniger mitkriege. Weiß nicht, ob ich das will. Ja. 4 Paletten sind 4 Paletten. Da lässt sich nicht drüber streiten. Jo, moin. Ja, ich komme gleich. Ich hole gleich meinen Schnaps. Keine Angst. Und verkauf den auch gleich.
Ja, den Trailer können wir ja eigentlich mal hier abstellen eben. Dann kann ich besser da hochfahren, natürlich zur... Ich muss hier eh gleich wieder lang. Da kann ich gleich den Autoload aktivieren. Machen wir alles gleich. Machen wir alles in dieser Folge noch. Ab zur Brückenbaustelle. Und dann gucken wir mal, was wir mit den ganzen Kartonpaletten machen. Irgendwie habe ich da überhaupt keinen Bedarf im Moment für. Ich verstehe gar nicht warum. Guckt euch das hier an. Guckt euch das hier an. Ist das geil? Die Brücke. Ich kann rüberfahren. Ich kann rüberfahren! Wie cool. Das heißt, wir könnten eigentlich auch die Kürbisfarm dann in Betrieb nehmen. So, nur nicht ins Wasser fallen. So, dann wollen wir hoffen, dass das dann reicht an Material. Dass wir damit die Brücke zu Ende bauen können. Was heißt denn diese 140? Hallo? Rohstoffe. Ja, Zement haben wir jetzt zu viel. Stahl haben wir wahrscheinlich zu wenig. Brückenbau ist zu 70% leer. Zu 70% fertiggestellt. Müssen wir mal gucken, ob wir denn beim Baumarkt noch Stahl haben. Baumarkt besuchen. Ja, hier steht noch eine Stahlpalette. Und spawnt hier noch eine? Ist hier noch Geld da? Ja, da ist noch Geld da. Na dann. Da sind wir. So, okay. Los, komm. Die arbeiten hier erstmal. Und dann können wir hier noch Stahl hinbringen irgendwann jetzt die Tage. Und dann ist die Brücke auch irgendwann fertig. Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen fixen. Ja, so weit hätte ich jetzt nicht fahren brauchen, ich weiß. Upsi. Ja. Sag mal, was mache ich denn heute? Ich bin heute komplett bescheuert. Na bitte, geht doch. So, was ich aber jetzt mache, ist den eben abkoppeln. Um da oben mal eben Autoload zu aktivieren. Und mal gucken, was wir dann da mit dem, wie voll der Trailer dann ist. Ob wir den da dann gleich rausziehen oder was wir da machen. Weil wenn der bis oben hin voll ist, und das wird ja glaube ich sein, dann macht es ja auch keinen Sinn, den da drin stehen zu lassen, ne?
Ne, der wird nicht bis oben hin voll sein. Ne, wird er nicht. Alles klar. Dann können wir den da erstmal stehen lassen. Dann produziert hier die Zuckerfabrik wieder. Das ist ja schön. Wir haben ja hier auch noch einen kompletten Trailer Zucker stehen. Darf man ja auch nicht vergessen. Und jetzt holen wir uns Schnaps. Und dann machen wir Party. Nein, Quatsch. Machen wir natürlich nicht. Jetzt fahren wir ab zur Schnapsfabrik. Und dann verdienen wir Geld. Dann verdienen wir richtig Geld. Gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo es am teuersten war. Schauen wir gleich. Dementsprechend verticken wir dann gleich Schnaps. Wir werden reich, reich, reich. So, das Letzte, was wir in dieser Folge machen. Oh, heute Nachmittag gibt es ja noch eine. So, Autoload aktivieren und jetzt holen wir uns erstmal Korn. Ja, hier so großzügig, jetzt holen wir uns erstmal Korn. Kommen aber nicht mal um die Ecke hier rum. Mann! Vielleicht etwas unrealistisch, aber nur etwas. So. Ja, notfalls gehe ich da eben selber runter und schieb mir die auf den. Interessiert mich ja nicht. Nur hauptsächlich. Hauptsache, ich pack da nicht wieder. Mal 1 Liter in so einer Kiste. Wahnsinn. So. Wie viel haben wir da jetzt? 31. Quatsch. 16. 15. 15. 15 Stück. Das heißt, das sind 60.000. Und den Korn, den verkaufen wir wo? Korn ist billiger geworden. Bei Lidl kriegen wir 900.000 für. Den Obstler, den verticken wir bei Aldi. Ist auch billiger geworden. Hätten wir eher machen müssen. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, ist nicht schlimm. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir mit diesem riesen Gespann hier hinten rumkommen. Aha, wenn ich vorne drauf achten würde, wo ich hinfahre, würde das bestimmt gehen. Korn und Obstler. Wie war das? Korn bei Lidl. Ja gut, da sind wir ja hier in der richtigen Ecke. Dann holen wir jetzt mal Korn zu Lidl. Die Brennerei läuft auch noch. Das ist sehr schön. Ich will aber ja vorne abladen. Ja, Korn abladen, nicht Obstler.
Sehr schön. Die Gelduhr läuft. Jetzt fahren wir Richtung Aldi. Und verticken da noch eben den Obstler. Und dann gucken wir mal. Dann werden wir reich. Was wir noch gar nicht gemacht haben, überhaupt mal Viecher irgendwie zum Schlachter hingebracht. Naja, was auch. Rinder hatten wir noch nicht. Ich fahr mal hier durch. Und dann, ja. Mann, Mann, Mann. Die Gelduhr, die rennt nach oben. Das ist schön. Das ist so schön. Wir werden so viel Geld haben. Oh, mega Folge. Über 20 Minuten. Ja, komm, ist Wochenende. Auf wie geht's sie? Los, komm. 2 Millionen haben wir geknackt. Lass ich euch mal. Nein, nicht eindrehen. Was ich euch mal darauf hinweisen darf. Ich weiß gar nicht, ob das hier der beste Weg ist für Aldi. Naja. Da hätte ich auch anders fahren können. Egal. Oh, Mann. Ja. Ich bin ein schlechter Fahrer, ich weiß. Na los. Ach ja, da ist der Rinderhof mit unserem neuen Ballenlager. Und da wird gerade Mischfutter produziert. Das ist schön. Ja, ich sollte nicht singen. Ich kann nicht singen, ich weiß. Will ich auch gar nicht. Also, da hinten ist Aldi. Nicht der direkteste Weg, aber egal. Und hier wieder einmal links rum. Ja. Mir ist aufgefallen, ich bin jetzt irgendwie die letzten Folgen überhaupt keinen Traktor gefahren. War im Moment nur Sattelschlepper. Naja gut, Produktion, 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 ne? Nützt ja nix. Ja, kann man bestimmt auch gut wohnen.
So, da sind wir. Boah, die Gelduhr rennt immer noch. Der Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. Ein bisschen doof hier mit dem Anliefern fehlt. Naja gut, aber sind alle im Trigger. Alles gut. Die Gelduhr rennt noch schneller. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, in diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Was ich jetzt mache, ich hole, glaube ich, die restlichen Pellets und bringe die auch noch zum Verkauf. Zum Heizkraftwerk. Und, ja. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst mir ein Like, Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr morgen wieder wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet zu einer weiteren Folge. Wir haben ja schließlich Samstag. Und in diesem Sinne sage ich Ciao.